Herzlich willkommen im FÜZ Autozentrum Braunschweig. Mein Name ist Martin Lampe und ich möchte Ihnen einmal heute den Tiguan näher bringen. Haben Sie viel Spaß dabei. Gegenüber dem alten Tiguan hat sich der neue Tiguan sehr stark verändert. Beginnt mit der Front, die LED-Hauptscheinwerfer, der Kühlergrill eingezogen in die Front. Beim Highline sowie in diesem Modell mit 3 Chromleisten, beim Comfortline mit 1 Chromleiste. Auf der Motorhaube befinden sich 4 Sicken, die dem Fahrzeug einen dynamischen und sportlichen Eindruck verleihen. Auch die Tornado-Linie darf wie bei allen Volkswagen-Modellen auch beim neuen Tiguan nicht fehlen. Sie zieht sich vom Frontbereich bis in den Heckbereich rein und geht zusätzlich noch in die LED-Rückleuchten. Nun ein paar technische Daten und die Unterschiede vom alten zum neuen Tiguan. Der neue Tiguan ist 3 cm breiter geworden und 3 cm tiefer geworden. An der Länge hat er 6 cm gewonnen und der Radstand hat 8 cm zugenommen. Das bedeutet für die Insassen mehr Beinfreiheit. Zusätzlich kann man die Rücksitze variabel einstellen. Mit einem Griff nach vorne oder zurück. Des Weiteren fürs komfortable Sitzen die Rückenlehne ebenfalls variabel verstellbar. Des Weiteren haben wir an beiden Vordersitzen einen Tisch verbaut. Sehr angenehm für Kinder, um dort etwas abzulegen. Auch im Heckbereich ist der neue Tiguan gegenüber dem alten massiver geworden. Ich hoffe, Sie sehen den Unterschied. Vom VW-Emblem die markante Linie in die 3D-LED-Rückleuchten, die dann wieder übergehen in die Tornado-Linie. Die wahre Größe des neuen Tiguans erkennt man am Kofferraum. Mit einem Fassungsvermögen von 615 Litern ist er 150 Liter größer als beim alten Tiguan. Der variable Ladeboden darf auch hier nicht fehlen. Sollte Ihnen das Kofferraumvolumen mal nicht ausreichen, können Sie bequem von hinten die Rücksitze umlegen und das Kofferraumvolumen von 655 Liter auf 1655 Liter erweitern. Die Anhängerkupplung ist bei diesem Fahrzeug mit integriert. Hier ein kleiner Zaubertrick. Und der Anhänger kann drangehängt werden. Auch das Cockpit hat sich gegenüber dem Vorgänger sehr stark verändert und hat die neue Volkswagen-Technik integriert. Beginnend mit dem Navigationssystem Discover Pro über das Multifunktions-Lederlenkrad hin zu dem Active Info Display mit integriertem Head-Up Display macht das Fahrzeug ein Fahren für den Fahrer so angenehm wie möglich. Auch über viel Stauraum und Ablagemöglichkeiten verfügt das Fahrzeug im Cockpit. Rechts unten auf der Beifahrerseite das Handschuhfach und als kleine Überraschung in der Mittelkonsole nochmal ein zusätzliches Ablagefach. So, jetzt habe ich aber erstmal genug erzählt. Jetzt lassen Sie uns doch mal gemeinsam gucken, was das Fahrzeug alles so abseits der Straße kann. Viel Spaß! Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß wie ich eben gerade. Ich weiß, was ich jetzt zu tun habe. Ich fahre das Fahrzeug jetzt einmal durch die Wäsche und danach können wir gerne einen Termin zur Probefahrt vereinbaren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.